gesagt, jetzt die letzten Tage damit die Zeit vertrieben, das Grundgesetz auswendig zu lernen, damit ich es gescheit vortragen kann. Aber jetzt haben wir uns halt kurzfristig umentschieden. Deshalb beginne ich den Abend mit einem Theaterstück zum Vorlesen. Das hat eine sehr diffizile Passage, aber das werdet ihr dann merken. Es trägt den Titel Der Brand. Ja. Das habe ich nicht bestellt, das ist auch kein Effekt jetzt. Also ich nur der Notarzt hat wieder eine Myokarditis, wirklich. Impfschon. Ruhe ist. Wir haben gesagt, wir machen nichts Politisches. Gottes Willen. Machen wir dann doch, wieder schauen wir mal. Ein Theaterstück zum Vorlesen mit dem Titel Der Brand. Die Personen sind Mutter, Vater und Bub. Und wie alt der Bub ist, dürft ihr euch hier raussuchen. Ich bitte an, 9 Jahre, 10 Jahre oder 11 Jahre. Darf sich jeder im Kopf sein Bild machen. Ich muss dazu sagen, das Stück spielt kurz vor Weihnachten. Also es kann vielleicht an manchen Stellen eine kognitive Dissonanz geben, wenn dann der Christbaum erwähnt wird. Beziehungsweise, wie heißt es heute, das Jahresende, Jahresendgrünnadel? Baumin. Oh ja, jetzt folgen ja, später. Der Brand. Mutter. Jesus, Papa, ich glaube drüben bei der Frau Schreckenegger brennt's. Vater, was tut's? Mutter, brennen. Vater, wo? Mutter, ich sag doch drüben bei der Frau Schreckenegger, gleich gegenüber auf Nummer 43. Vater, wieso brennt's da? Mutter, ja, woher soll denn ich das wissen? Vater, ich meine ja nicht, wieso es brennt, sondern woher du wissen willst, dass es da brennt. Mutter, weil's raucht. Am Ende hat sie ihre Küche angezündet, so wie damals die Oma, wo sie Reibertatschi machen wollte und ihre Kaffeekanne in das brennende Schmalz hineingefallen ist. Vater schaut aus dem Fenster. Ach woher, das raucht bloß aus dem Kamin. Wahrscheinlich hat die demente Schachtel wieder ihren Allesbrenner angeschürt, obwohl das schon seit 30 Jahren verboten ist. Und nach einem normalen Kamin riecht es aber nicht. Es riecht eher, wie wenn was brennt. Meinst nicht, dass da doch was brennt? Vater, selbstverständlich brennt da was. In einem Ofen brennt immer was. Es kommt halt darauf an, was man hineinschürt. Wenn man in einen Ofen alte Radlreifen und Gummistiefel hineinschürt, dann riecht es auch entsprechend. Gleich morgen machen wir eine Mietminderung. Mutter, Jesus, da verbrennt vielleicht ein Mensch und du denkst an die Miete. Vater, Herrgott, noch einmal, da brennt kein Mensch. Außer wenn die alte Brunskachel sich selber eingeschürt hat. Und so blöd ist nicht einmal die. Mutter, trotzdem wäre es vielleicht besser, wenn wir einen Rauchmelder in der Wohnung hätten. Für alle Fälle, gerade jetzt vor Weihnachten. Vater, was sollen wir mit einem Rauchmelder? Unser Christbaum brennt elektrisch, da kriegt man höchstens einen Schlag und da hilft dir ein Rauchmelder auch nichts. Außerdem brennen dir dann wieder die Kartoffeln an und dann haben wir am Heiligabend die Feuerwehr im Haus. Mutter, aber ich glaube, so ein Rauchmelder ist jetzt sogar Vorschrift. Und der Luki von die Beißen weiß das, der hat sogar in jedes Zimmer einen hineingeschraubt. Vater, der kann sich meinetwegen eine Luftschutzsirene in sein Katzenklo hineinschrauben, wenn er nichts Besseres zu tun weiß. Mir kommt so ein Klump jedenfalls nicht ins Haus, bloß weil irgend so ein Schwager von irgend so einem Regierungsheini eine Rauchmelderfabrik hat. Bei uns gibt es sowieso nichts, was brennen könnte. Und wenn sie uns dann kontrollieren, dann zahlen wir Strafe. Und was ist, wenn es doch einmal brennt? Das kann doch jederzeit passieren, so wie beim Herrn Achmann, dem die ganze Wohnung ausgebrannt ist, wie er die neue Garderobe aufhängen wollt. Vater, das ist ja auch ein Volldepp, wenn er in eine Gasleitung hineinbohrt und dabei die Zigarre im Mund hat. Da muss es ja brennen. Mutter, und woher willst du wissen, dass nicht bei uns im Haus auch einmal einer in eine Gasleitung hineinbohrt? Vater, weil bei uns keine Volldeppen wohnen, die irgendwo hineinbohren. Mutter, aber du hast selber auch schon einmal im Bad in die Wasserleitung hineingebohrt. Da wachsen heute noch die Schwammerl hinter der Badewanne. Und in die Leitung vom Elektrischen hast du auch schon einmal hineingebohrt und dabei auch noch geraucht. Und wenn es nicht von der Leiter gefallen wärst, dann hätte ich der Schlag richtig getroffen. Vater, das ist auch kein Wunder, wenn bei uns die elektrischen Leitungen kreuz und quer in der Wand herumlaufen. Aber ein Strom brennt nicht, da kann nichts passieren. Mutter, und was ist, wenn jetzt einmal jemand anders in die Wand hineinbohrt und die Leitung vom Elektrischen mit der Gasleitung verwechselt? Vater, das tut niemand, weil man die nicht verwechseln kann, schon gar nicht beim Hineinbohren.
Und wenn einmal im Keller drunten irgendwas Feuer fängt, die Frau Matzmeier hat gesagt, bei uns im Keller herrscht ein solches Durcheinander, dass ein Großbrand praktisch gar nicht mehr auszuschließen ist. Warte, ja Himmel, Arsch, hörst du jetzt vielleicht einmal auf mit dieser Panikmache? Meinetwegen kann der ganze Keller ausbrennen, dann ist das Gerümpel wenigstens weg. Aber hier brennt nichts und aus. Mutter. Und was ist mit deinem alten Chemiekasten, den du dem Buben gegeben hast? Ich meine sowieso, dass er sich damit eines Tages in die Luft sprengt. Vater, mit dem Kasten kann überhaupt nichts passieren. Der ist TÜV-zeremoniert und absolut sicher. Da ist nichts drin, was brennt oder explodiert. Mutter, und wo meinst, hat der Bub die Sachen hergehabt, mit denen er und der Hansi den Briefkasten von der Frau Oberreuter in die Luft gesprengt haben? Warte, jetzt wäre ich gleich wahnsinnig. Das Einzige, was in so einem Fall hilft, wenn es brennt, ist, dass man weiß, wie man sich verhalten soll. Und das weiß jeder normale Mensch. Und das so. Und du meinst, dass unser Bub das auch weiß? Warte, selbstverständlich weiß er das, weil ich es ihm oft genug eingeschärft habe. Mutter, ja. So wie du ihm eingeschärft hast, dass er in der Schule nicht frech daherreden soll. Das hat ja auch so viel geholfen. Warte, dann gehen wir halt rüber und ich erkläre es ihm noch einmal. Einen Eimer Wasser und eine Wolldecke brauchen wir, damit ich ihm zeigen kann, wie man Funkenflug verhindert und einen Brandherd erstickt. Die Mutter holt einen Eimer Wasser und eine Decke. Sie gehen ins Zimmer des Buben, der am Schreibtisch vor einem Bunsenbrenner sitzt und aus kleinen Fläschchen Chemikalien zusammenschüttet. Vater, Sohn, wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, dich in das richtige Verhalten in der problematischen Gefahrenlage eines Zimmer- oder Wohnungsbrandes einzuweisen. Also, Mutter, was macht denn der da? Das zischt ja ganz schön. Vater, was zischt? Mutter, da zischt's am Tisch. Vater, wieso zischt da der Tisch? Ein Tisch zischt doch nicht. Mutter, aber am Tisch zischt's. Hörst du es nicht? Vater, Sohn, ich verlange eine Erklärung, wieso dein Tisch zischt. Sohn. Ey, Spacko, kannst du jetzt mal Fresse halten, ey? Das Gerät muss morgen fertig sein für letzter Schultag. Vater, was soll denn das heißen? Was treibt denn der da für Umtriebe, während ich aus dem Haus bin und mir den Buckel krumm buckel? Mutter, jetzt red nicht lang. Greif lieber ein, bevor wieder was in die Luft geht. Es kommt zu einer leichten Verpuffung. Ein Rauchwölkchen steigt auf. Mutter, Jesus! Vater, Feuer, Hilfe! Er will in Panik davonrennen, steigt dabei mit dem linken Fuß in den Wassereimer, wickelt sich die Decke um den rechten Fuß, stürzt auf den Schreibtisch des Buben und reißt den Bunsenbrenner um, wobei seine Haare Feuer fangen. Schreiend rennt der Vater durch die Wohnung ins Treppenhaus, setzt dabei Garderobe, Wandbehang, Bettbezüge und den Lampenschirm aus Papier in Brand, fällt Hals über Kopf die Treppe hinunter in die Glastür und landet in einem Scherbenregen auf dem Bürgersteig, wo er eine Passantin umreißt, endlich bewusstlos liegen bleibt und von einem erschrockenen Hund zunächst angebellt und dann markiert wird. Ey, wow, der Act von dem Typ ist ja echt voll der Hammer. Wo hat der das trainiert? Mutter fällt in Ohnmacht. Dankeschön.